Florian, hey, wie Robin, geht's? ey, Hey, Leute, ja. Trash Apps, wie geht's? Heute Trash Opa. Apps. Jetzt Trash Apps abchecken, checken, Halt getten, da jacken. Jetzt, wir haben ein Problem. Mein PC wurde formatiert. Teen Love Story Spielstand weg. Weg, Leute, für immer. Weg. Nicht Also wiederherstellbar. wirklich Weg. weg. Also vorbei. Ende im Gelände. Weg. Das ist keins Leben. Und Ich möchte so nicht mehr leben. das macht uns sehr traurig. Das nimmt uns auch auseinander. Aber wir haben guten Ersatz, hoffen wir mal. Wir hoffen, wir haben einen guten Ersatz von den gleichen Entwicklern. Echt? Ja. Nice. Dann müssen wir uns da wieder Mausi nennen. Wir wollen jetzt wieder Mausi nennen oder mal anders. Wir können ja mit Community gleich im Chat reden. Ja, okay. Also, wir haben Vampire Love Story jetzt. Ja, Mann. Und Und alle müssen den Kanal abonnieren, habe ich gehört. ja, habe ich auch gehört. Und wir werden jetzt gucken, wie es wird. Hey. Hallo. Das wäre erst so, zack. Und dann springt man ganz hoch und dann jumpt man so, blub, blub, kriegt Punkte und Geld. Gelder. Oh, guck mal, so hat geklappt, Was? dass man das sieht. Nice. Was, wie man schreibt, wie man nice schreibt? Nietze mit Z. Okay, jetzt, Nietze. wie soll unsere Protagonistin heißen? Soll es wieder Mausi sein oder habt ihr andere Namensvorschläge? Also, wir können auch Köterin. Na, ich fände schon was Süßes, weil sowas wie Snitch Ja, das ist echt schöner Name. oder Slatikowski Slatikowski. oder Mädchens. Mädchens. Datsen. Straight out of Compton. So. Nennen Sie Nikolas, nennen Sie Rush B. Bibi. Svetlana. Svetlana. Spiel, Alter. Bester Name. Schließlich so. Tatsline. Tatsline. Knuddels. Anton, das wurde auf dem PC gespielt, aber der PC ist formatiert. Die Daten gibt's nicht mehr, die sind weg. Ja. Ja, ist es ja auch, Das war auch Kollege. mein Lieblings-Let's Play. Aber man muss alte Sachen zurücklassen und neuen mancher Platz machen. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Kapitel wir waren. Sonst überlege Sieben. ich, dass ich komplett Durchklicken. durchklicke, Alter. Halt irgendwann mal. Aber es gibt so manche Geschehnisse. Meinst du, das ist nicht so ein zusammenhängender Strang? Glaube ich auch nicht. Das Na. wäre sonst viel zu viel Entwicklerarbeit. Schrumpelfingers. Schrumpelfingers ist John Cena, Alter. Sollen wir sie einfach wieder Mausi nennen? Mädchens. Mädchens? Mädchens. Ja, Mädchens. Und jetzt geht er nicht. Ja, habe ich Mädchens. auch gerade gedacht. Aber mit Z Ja, Mädchens, ne? oder? Mädchens. Unsere Sommerlieblinge, jetzt Jetzt buchen. buchen und Datsen küssen. Bruder, ist dasselbe Grafik und so. Leute. Teil 2. Ich habe gerade kurz gedacht, Erzählerin haben wir im Spiel. Gegenwart. Fair am frühen Morgen. So, Soll Bruder. ich wieder? Neues Leben, neues Glück. Ich träumte von ganz normalen Dingen. Ich träumte, dass ich zusammen mit meinem Freund zur Uni gehe und der mich ein bisschen küsst. Das ist Mausi schon Unileben jetzt. Schule beendet. Peterson. Ich träume von ein bisschen tollen Sommer, wilde Partys, wo ich ein bisschen auseinandergenommen werde und Shoppingtouren. Das ändert sich alles in 1 Monat. Sollte es also gehen, ey.
kämpft gegen den Wunsch an, wegzulaufen und Abenteuer zu erleben. Heute ist der Tag, an dem sich mein Leben ändert, aber ich kann diese Entscheidung nicht komplett allein treffen. Würdest du es anders machen? Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden. Und es fing alles an. Blum, blum, blum. Korrekt, erstmal wieder Werbe. Episode. Das Stefan! Ja! Das Stefan! Arna R&B! Korrekt! R&B! Stefan, vor einem Monat. 10 früher Morgen. Das ist wieder die Okay. Gell? Wer geht hier? Wer? Das ist Wochenende, ich gönne mir etwas länger zu schlafen. Noch halb schlafen kann ich hören, wie jemand meinen Namen ruft. Durch meine Mutter. Die Snitch. Merchants! Kommt direkt die Mutter ja, an, safe, oder? Safe. Hör auf zu schreien! Aber guck mal, sogar mit animierten Leuten, das ist echt krass. Die hat animierte Nippel. Besonders das T-Shirt, ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Wegen Atem. Ja, aber wie kann das kleiner werden beim Atmen? Ja. Technology. Technology. Pass auf, wie du mit mir redest, du sagst! Was? Pass auf, wie du mit mir redest, du sagst. Bester Satz ever. Es geht schon wieder los, Alter. Beste Übersetzungen. Bei Dino Story war das aber erst ab Kapitel 4, glaube ich. Ja, da hatten die keinen Bock. Komm her, Sophia, warte auf dich! Wir müssen kurz was gucken. Ich will wissen, ob alles hier rechtmäßig abgelaufen ist. Aber ansonsten, nee. Sieht gut aus. Ja. Da war ein Kommentar, Nick, ich würde gerne den Augen küssen. Guck, ich bin eins Fan. So, okay, warte, da. Aber ist korrekt hier, das ist eigentlich schon, eigentlich besser. So, hier. Ich bin munter. Müssen Sie so einen Stress machen, das ist doch ein bisschen ein Weekend. Ich muss meinen Kader ausschlafen, ey. Die hat Pokal. Voll die größte Snitch der Stadt. Sophia wird schon nicht stören, wenn ich ein paar Minuten später komme. Bye, ciao, was zieh ich an? Der Klassiker, elegant, sportlich, lässig. Romantisch, ganz in schwarz, lässig. Ganz in schwarz, aber wir sind noch eine Emo-Snitch. Ja. Boah, oh, zeig mal lässig. Ach. Wenigstens sieht man das jetzt. Romantisch. Oh, wir gehen romantisch, oder? Guck mal, die hat so Lingerie an. Strümpfe. Wird knallen. Safe. Hier kann man noch Frisur, oder? Ach, später, okay. Darin zieh ich einfach am besten aus. Ich bin sicher. Ich bin sicher, meins Mutter, die wird ein bisschen Outfit kommentaten, ey. Wie immer. Ich bin fast so weit. Ich muss nur noch meine Haare machen. Aber welche Frise soll ich tragen? Ah, guck hier. Offene Haare, Pferdeschwanz. Kann man die drehen? Zopf. Nee, Alter, das ist jetzt krass. Naja. Naja, ne? Offen, normal. Wir müssen die erstmal so kennenlernen. Ja. Und so lieben. Ja, lern zu lieben. Perfekt! Mein Handy lag ein bisschen auf meinem Nachttisch und der Bildschirm blinkte. Eine Nachricht. Absender Luke. Oh, erster Boy. Wir knallen alle, ne? Alle. Direkt, sobald der eine geknallt ist, ab zum nächsten. So handeln wir das jetzt. Lesen. Hey, oh, wer redet denn? Das ist eigentlich wie so ein Max ein bisschen. Ja, so Pumper-Mumper, ja, Alter. Ja. Soll ich dann bist machen? Du, ja. Hey, Schönheit. Guten Morgen. Ich hoffe, du konntest nach dem Spaziergang letzte Nacht gut schlafen. Ruf mich an, wenn du wach bist. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Hey, tu ich später machen, ey. Sophia wartet sich halt schon ungeduldig. Blum, blum, blum. Sophia ist so eine Anna-Snitch. Oder eine Madison, ja, eine Anna-Snitch. Ich frag mich, wo Madison Ivy ist. Aus dem Zimmer und auf dem Weg in die Küche, wo Sophia und meine Mutter warten. Ich habe einen riesen Hunger.
Ich hoffe, Mama macht mein Lieblingsfrühstück und das wäre Rührei mit Speck. Ja, Mann. Lecker, wer kann da ein bisschen widerstehen? Na komm schon, Sophia, ist was Kleines. Das ist Ivy. Bist du sicher? Das ist Madison Ivy. Glaubt mir, ich bin nicht hungrig. Morgen, Leute. Na endlich. Morgen, Liebes. Es ist nicht gerade nett, das deine Freundin so lange warten zu lassen. Das kann nicht Ivy sein, das ist Freundin, das ist nicht, ja, okay. Schwester. Da musst also, du machen. Okay. Amina, Alter, ich raste sonst aus hier. Geben. Sie ist eine Handschlag, Alter. Punkt. Auf deinen Nacken. Ignorieren. Ja, ne, ignorieren. Ja, safe. Interessantes Outfit, du bist doch nicht zu etwas nach Hause gehen, du kleine Schlamp. Doch, Mama, das tue ich, weil ich möchte dich von Typen knallen lassen. Mädchens, das ist das letzte Mal, dass ich dir deine Unpünktlichkeit verzeihe. Nur damit du weißt. Bester Name, ne? Mädchens. Die hat einen Doppelplural als Name. Mädchens. Bester Name, echt. Mädchen. Wir haben vor einiger Zeit verabredet, dass wir nie so zusammen shoppen gehen würden. Ey, Sambal, olle Gels. Sam. Ich weiß, Sophia, ich hab das nicht vergessen, aber mein Feuerwehralarm war falsch eingestellt. Die doof, Alter. Okay, also, was machen wir jetzt? Zuerst Frühstück. Klar, Alter. Weil mit einer ausgewogenen Mahlzeit an einem Tag alles wird gut. Apple a day keeps the doctor away. Immer mit der Ruhe. Als erstes werden wir ein bisschen phrasen. Also können wir phrasen. Oh, also, da hätten wir auch nicht haben. Nee. Was also? Da hätten wir auch nicht haben müssen. Ne? Guck mal, die atmet so, dass ihre Titten größer werden. Ja, Mann, und die Flügel fliegen dann. Doch, denn du bist genauso richtig für so Frühstück. Danke, Mädchen. Aber ich habe keinen Hunger. Du verpasst was, ey. Wir waren an der Tür, als meine Mutter den Fernseher lauter stellte. Ich bin sicher, sie dachte, wir wären schon längst weg. Die Nachrichten berichten über einen Mord. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Mord in unserer friedlichen Stadt höre. Zumindest schien sie bis gestern friedlich. Hast du es gehört, Sophia? Ja, nur nicht. Blum. Entdecke die Welt von Pokémon. Jetzt herunterladen und einfangen. Ja. Das Einkaufszentrum, der Lieblingsort für jedes Mädchen in unserer Stadt. Mädchen. Denn es gibt hier nicht allzu viel Auswahl an Orten, wo wir hingehen können, ey. Der Stadtpark, paar Cafés, Schulhof, mehr oder weniger war's das. Viele meiner Freunde verlassen die Stadt um Schule zu studieren. Manche gehen, um Arbeit zu finden, und manche wollen einfach weg, ey. Das ist auch mein Plan. Na, Porn und meine Mama allein lassen. Wow. Was für eine Menschenmenge. Oh nein, es wird schwierig, gut Teile zu finden und sich den Weg bis zur Umkleide mit Messerstecherei zu erkämpfen. Immer. Keine Sorge, Mädchen. Wir haben alles, was wir in Fakti Shopping Tour brauchen. Gute Laune, Geld und bequeme Lausche. Oh, Geld. Von Mutter. Suchst du etwas Bestimmtes? Bär? Nein, nichts Besonderes, nur. Beschwör nochmal deine Lieblingsfarbe, falls ich was Interessantes sehe. Ah, nee, das hast du. Hey! Lies der doof das einfach. Ja, weil du gar nicht gelesen hast, weil. Alter! Was nehmen wir, rot oder schwarz? Rot?
Nein, Rosa. Wir wollen doch Typens klären. Rosa. Rosa natürlich. Hey, warum redet ihr? Rosa natürlich doch besser, ey. Ich war noch mit Stöbern nach Sachen beschäftigt. Als ich auf einmal bemerkt, dass Sophia verschwunden war. Oh. Ich such den ganzen Laden nach der ab. Alleine weiter einkaufen, oder? Scheiß auf die, Alter, ja, oder? Normal. Die ist sicherlich in Geschäft woanders. Während ich im Laden nach meiner Freundin Ausschau hielt, sah ich eine männliche Gestalt am Eingang stehen. Oh! Er war extrem groß, hat schwarze Haare und tat sehr gut aus. Der erste, den man knallen kann. Er schaute mich an. Typen. Dann ist der so safe 38 oder safe. So. Safe, du musst den aber reden. Ich muss ihn reden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn von irgendwo erkenne. Geh auf ihn zu. Ja, wir wollen ihn knallen. Ich weiß, das ist keine gute Idee, aber ich fühle mich irgendwie von einer unsichtbaren Kraft angezogen. Mein Höschen ist schon weg, ey. Es scheint, als würde er mich herbeirufen. Höre ich da etwas zu Pfias Stimme? Mädchen, da bist du ja. Wo warst du, ey? Er hat meinen Cousin getroffen. Er ist vor kurzem hergezogen, hat ein Haus direkt neben unserem gekauft. Ja. Ich bin zu ihm hin, um Hallo zu sagen. Willst du damit sagen, dass die Riesenvilla neben deinem Haus endlich verkauft ist? Ja. Cool, hä? Besteht die Möglichkeit, den mal zu knallen? Ich habe alle möglichen Stories über dieses Chaos gehört und würde gern wissen, wie man den von innen knallen kann. Ich weiß nicht. Er ist eine ruhige Typen. Und wir können ihn fragen, ob der Bock hat. Jonathan. Jonathan will sein eigenes Business in der Stadt starten. Wie klingelt das für dich in deinem Birne, du Dummkopf? Ja, schon. Das Bein. Ja doch, das, den knallen wir ja auch noch. Ja, wir wollen ja knallen, Alter, alle knallen. Das klingt cool, Alter. Diese Stadt braucht ein bisschen neue Sachen. Na, überleg, einen Antiquitätenhandel oder einen Buchladen zu öffnen. Open for business. Er hat schon nicht entscheiden können. Er wird schon zurechtkommen. Was mit dir? Nee, ich release die gerade voll falsch die ganze Zeit. Wie so ein Downy, Alter. Er wird schon zurechtkommen. Was mit dir? Hast du irgendwas gefunden, was du haben willst? Ich hab auf einmal die Lust shoppen verloren. Mir ist gerade etwas eingefallen. Ich sollte Lucas ein bisschen anrufen, weil Lucas, die möchte ich auch noch küssen. Oh, stimmt, Lukas. Ich bin ganz neidisch auf sein Big Dinge. Das glaube ich dir nicht so viel. Ist ja nicht so, als hättest du noch nie einen Freund gehabt. Na ja, Mann, du hast den heißen Typen der ganzen Schule geschnappt. Alter, Bubs sind wieder richtig aktiv bei der. Ja, nippelt sie ja noch ein bisschen härter, weil die gerade über Lukas reden. Um ehrlich zu sein, er war es, der mich verführt hat, Alter. Mit ein bisschen Kautropfen, da hat er mich auseinandergenommen. Apropos, wo ist Lukas gerade? Lass es uns herausfinden und ihn beim Fremdgehen erwischen. Ich werde ihn fragen, ob er kommen will. Die Masse im Einkaufszentrum, dieser gruselige Typ, der mich mit seinen Augen überall hin verfolgte, haben mir die Lust ein bisschen an den Shopping genommen. Vor allem der Typ, warum? Es ist Zeit, dass ich mich bei Lukas melde, weil ich gehen muss und seit heute Morgen habe ich nichts mehr von dem Pisser gehört. Was sage ich, Lukas? Wo sollen wir uns treffen? Im Café? Ja, im Café. Ja, Kakao, oder? Mit Leon, Mascher. Ja, das ist ein Handy-Games-Nachrohr. Das Café im Einkaufszentrum ist eine gute Idee. Stimmt, lass uns gehen. Blum. Ah, Level 2322. Nein, das ist wieder der Magier. Ach, das ist der Magier. Nicer Kerl. Guck mal, ich kann Falten wegmachen. Ja, wow.
30 Minuten später in der Welt. Egal. Korrekt. Ey, meine Hose ist auch auf einmal aus. Ey. Der hat mich nass gemacht, der Junge. Ey, Lukas! Hallo. Ich sprang auf, um Lukas ein bisschen zu schwängern. Nennen wir das Kind beim Namen. Ich bemerkte ein bisschen neidische Blicke. Von Mädchens. Ich nahm mir Geschwätz über Lukas nie wirklich ernst, aber jeder Witz enthält wohl doch ein Pünktchen Wahrheit. Wie sehr hast du mich vermisst, Mädchens? Ja, aber ich genieße es auch, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, weil die knallen auch gut. Ja. Ihr seid früher mit euren Einkäufen fertig, als ich dachte. Was ist los? Schlechte Auswahl. Naja, wir ficken komplett. Ich hab nichts gefunden, das mir gefällt. Du hast doch niemanden getroffen, der dir gefällt. Das weiß der direkt. Wisch. Der weiß direkt, dass da dieser Schwarze war und dass die deswegen so komisch ist. Dein Ernst? Jetzt und uns sagen, wir waren nicht die ganze Zeit zusammen, wer weiß. Alter. Ja klar, natürlich. Auch so eine dumme Freundin. Lukas, Mädchens wollte unbedingt meinen Cousin kennenlernen. Er ist so kurz mit mir hergezogen. Ja, das wollte ich dir noch ein bisschen erzählen, aber jetzt, wo Sophie das erwähnt, warum gehen wir nicht alle zusammen? Willst du damit sagen, du wärst ohne mich gegangen, hätte Sophia nichts gesagt? Keine Sorgen, Lukas. Markus ist alt. Ich meine, er ist älter als wir. Schon okay. Ich weiß, dass meine Freundin mich liebt. Halt's Maul, Alter. Ich knall alle weg. Ich alle. Siehst du, das ist mein Freund, ey. Also, nicht. Dann sagt ihr, sollen wir zusammen ein Selfie machen? Wie kann ich das schöne Mädchen einen Wunsch abschlagen? Tammant wie immer, voll der doof. Ich warf mir meinen Kuss zu und tat so wieder, wie sie ihn wieder anschaut. Sie schaut sich Lukas an. Kann ich meiner besten Freundin vertrauen? Ich werde noch paranoid. Und das ist das Selfie. Drei Mädchen mit Vampire Love Story. Nicht mit Teen, sondern Twilight. Oh, das ist gut. Ich werde es gleich posten. Yeah. Warum nicht? Sag warum nicht. Ja, genau. Als ob wir das jetzt posten. Post es mal auf Twitter. Solange ich es anlande, ist es nicht passiert. Okay. Auf keinen Fall. Ja, okay. Besonders solange es nicht online ist, ist es nicht passiert. Das wäre so, ja, ich habe 50 Weiber geknallt, aber solange es nicht online ist, ist es nicht passiert. Richtig. Der Bastard, Alter. Musst du echt alles posten, du kleine Ho? Wir würden es ja nicht posten, wenn es ein Schlechtbild wäre. Ork! Du machst mich noch ganz verrückt damit, ey! Immer diese Social Media Kids, wohin jetzt? Ich weiß nicht, Lukas, was denkst du? Ich kann nicht mitkommen. Macht ihr mal euer Ding mit dieser Lesbian Scissor Sisters und so. Ich habe ein paar Freunde versprochen, dass ich mit ihnen zum Sport treffe. Wir reden später. Aber du bist schon gerade erst gekommen, erst auf mir, dann in mir und dann über mir, ey. Ist so geil. Sophia hat uns sicher noch etwas über ihren Cousin zu erzählen, ey. Ja, aber leider mal wieder, Lukas. Ich kann nicht, ich hab schon fest zugesagt. Ehrenmann, Bros before Hoes, Alter. Ehrenmann, Ehrenmann. Für einen kurzen Moment dachte ich, er würde fortgehen, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Aber er dreht sich doch nochmal um und küsste mich ein bisschen zärtlich, auf dass ich ein bisschen Ejakulation gefühlt habe. Echt? Hat die. Hammer. Ja. Das war ins Wahnsinn. Ja, wegen Ejakulated.
Dann wendet er sich zu Fear und winkt dir. Tschüss. Wir sagten kein Wort zueinander, als Lukas ging, denn wussten wir, wir sind beide in Lukas' bissel verknallt. Ja, direkt nur wegen, weil die Abschied gesagt haben. Die Stille, sie war unerträglich. Oh. Ich grübelte, ob meine Vermutung mit Tobias teilen sollte. Ja, konfrontieren. Direkt auseinandernehmen. Ey, Sophia, ich will, dass du mir eine Frage, Question auf Englisch, richtig auf Englisch, ehrlich beantwortest. Ich kann versuchen, was willst du haben, oder am Kopf? Bist du ein bisschen in den Lukas knallt? Wann? Ich hab bemerkt, wie du den ansiehst, ey. Na ja, ganz ehrlich, ich bin nicht in ihn verliebt, aber ich muss zugeben, dass ich ihn schon knallen würde. Okay, ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen, ey. Du bist nicht sauer. Nein, bist du verrückt? Da müsste ich ja auf fast jedes Mädchen in Schule sauer sein, ey. Ach, meine Erinnerung. Sophia, lass uns mal online schauen, ob schon Neuigkeiten zu eins Attentat gibt. Ah ja, die heißen da, gell? Ja, nur, dass Roman hier nicht mehr kennt. Also, der richtige Stefan auf einmal. Dann schauen wir mal. Du Opfer bist bissle. Mann, Identity, du bist noch nicht geklärt, ey. Todesursache. Vampire. Blutverlust. Vampire. Ernsthaft? Vielleicht war ein Unfall und doch kein Mord. Hier steht. Die äußeren Umstände werden noch untersucht. Es gibt ein bisschen keine Zeugen, keine Schutzverletzungen. Ne. Ich habe genug gehört. Du hast recht. Aber wo, wer hat das gelesen? Du hast recht, wir werden natürlich sowieso ein bisschen was erfahren. Wir bleiben noch ein bisschen und reden über Schuhe, Jungs, und Hashtag Freiheit von Ungarn. Wow, hey! Reaction Bus, wo wär's Bastard von Reaction Kanal? Um aufregende Gelegenheiten, denen wir bis Ende des Jahres begegnen werden. Die Zeit verflog wie in eins Flug und es wurde ein bisschen kälter. Es war ein bisschen Zeit nach Hause zu gehen, hey. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. Leute. Leute, ey. Das war's ein bisschen mit dem Stream. Das war's mit dem Laden. Komplett. Komplett. Komplett, der Laden ist vorbei. Das tut uns leid für diese technischen Probleme. Hoffentlich wird es nicht nochmal passieren. Aber schreibt noch in den Stream Hashtag Manuelsens Bastard PC. Einfach so, schreibt das rein, weil vielleicht motiviert das den zu leben. Oder es motiviert ihn gleich einen Bluescreen zu haben. Ja. Eins von beiden auf jeden Fall. Wir lieben euch auf jeden Fall. Wir lieben euch und ich würde sagen, haut rein. Haut rein, Peter Parkers. Haut rein, ey. Und ich verlasse jetzt die Bühne, wie Stefan Raab es getan hat. Auf Wiedersehen.